Glück auf und hallo zu Combat Mission Cold War im Szenario Everyone Out of the Dodge. Mein Name ist Tim oder auch Headbreaker. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Combat Mission Szenario. Wir werden ein wenig gegen die KI spielen und uns im Kalten Krieg durch Wälder und Straßen kämpfen, in der Hoffnung, unsere Jungs aus der Gefechtszone rausbringen zu können, bevor die feindliche Truppe uns fest. Aber bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, springen wir ins Briefing. Los geht's! Alrighty, Situation. 8 August 1980. East of Regen, Germany. Es ist also der 8. August 1980, östlich von Regen in Deutschland. War broke out a few weeks ago. The Soviets launched a major offensive against the northern region of Germany and has crushed the Northern Army Group. Also vor wenigen Wochen brach der Krieg aus. Die Sowjets haben eine Offensive im Norden gestartet oder im Norden der Region von Deutschland und haben dabei die nördliche Army Group zerschlagen. All of Northern Germany is behind enemy lines. Denmark, the Netherlands and Belgium are in a state of panic as the Soviet troops near the borders. Also der gesamte Norden Deutschland befindet sich hinter den feindlichen Linien. Dänemark, die Niederlande und Belgien sind in Panik verfallen, während sich die sowjetischen Truppen nähern. Central Army Group had wanted to counterattack and try to cut off Soviet thrust, but has only been able to hold the territory under their command. Also die Armeegruppe Zentrum hat versucht, einen Gegenangriff zu starten gegen die Sowjets und dabei ist es ihnen aber nur gelungen, ihr Territorium zu halten. The West German Second Corps has been pulled from the south and shifted all the way west to form a line from Frankfurt to Belgian border. Also das zweite deutsche Korps, westdeutsche Korps, wurde herausgelöst aus dem Süden und nach Westen verlegt, um eine Linie von Frankfurt nach Belgien zu bilden. The 5th and 7th US Corps have also shifted to create a line from Frankfurt to the Czech border. Also das 5. und 7. US Corps bildet eine neue Linie von Frankfurt zur tschechischen Grenze. The southern end of the Czech border and Germany have attached units to the 7th Corps. Also die am südlichen Ende der tschechischen Grenze und Deutschland, die Einheiten vom 7. Korps wurden dort untergebracht. Also quasi dort unten, ne? Some units are from the US, which started sending additional forces when political events turned to threats of war. Also einige Einheiten sind aus den USA, die geschickt worden sind als Verstärkung, während sich anhand von Drohungen schon eine Krise andeutete. Most of the equipment they have is outdated and was mothballed in German inventories. Also der Großteil des Equipments ist veraltet und war halt lange Zeit eingelagert in deutschen Lagern. Very little additional equipment has made it from the US to the needed locations. Also nur wenig Material aus den USA hat nach Deutschland geschafft, wo es gebraucht wird. Now the second phase of the Soviet attack has begun. Also jetzt ist die zweite Phase des sowjetischen Angriffs gestartet. Before the war broke out, Soviet forces only built up on the northern borders of East Germany. Also vor dem Krieg haben sich die sowjetischen Kräfte hauptsächlich im Norden an der innerdeutschen Grenze versammelt.
The past week, additional Soviet units began moving in and built along the Czech Republic border. Während der letzten Woche zusätzliche sowjetische Einheiten bewegten sich entlang der tschechisch-deutschen Grenze. These units are mostly second-line troops with older equipment. Das sind größtenteils Einheiten mit älterem Equipment, also B-Klasse-Einheiten. 2 days ago, they attacked across the border, which led to our present situation. Also vor zwei Tagen haben sie die Grenze angegriffen und überschritten, was zu der jetzigen Situation geführt hat. Our front lines have been breached and our forces have fallen back in unorganized retreat. Also sie haben die Grenze durchbrochen oder unsere Frontlinien durchbrochen und unsere Einheiten befinden sich in einem unorganisierten Rückzug. Enemy lead elements have managed to get to some rear areas and are trying to cut off frontline troops to give time for their main forces to catch up and destroy or capture US forces. Also feindliche Vorauselemente haben es geschafft, in den rückwärtigen Raum zu gelangen und versuchen jetzt sich zurückziehende Linieninfanterie oder Linieneinheiten abzuschneiden, damit die Haupteinheiten der sowjetischen Kräfte diese vernichten oder gefangen nehmen können. Mission. You find yourself in the situation of trying to fall back from the line locations because of the threat of being encircled. Also wir selber befinden uns in einer solchen Lage. Wir sind in der Gefahr, eingeschlossen zu werden oder eingekesselt und befinden uns jetzt in der Situation, uns zurückzuziehen. You will likely need to fight your way through enemy recon forces and create a corridor to bring back your needed forces and supplies. Wir müssen also einen Korridor schaffen und uns durch die feindlichen Voraus-Spähelemente kämpfen. You will also need to keep a guard to your rear since enemy main forces are being bearing down on you from the east. Also wir müssen außerdem eine Rücksicherung bilden, eine Nachhut, die dann letztendlich uns den Rücken sicher hält, wenn die feindlichen Hauptelemente ankommen. US forces are regrouping and creating a new battle line in Regen, Germany, if you can get your units there. Also in Regen wird quasi reformiert, formieren wir uns neu und wir sollen nach Möglichkeit dahin. Friendly forces, your lead unit is a platoon M48 tanks, which have two platoons of infantry assigned to them. Also unsere Einheit besteht aus einem Zug Panzer M48 mit zwei Zügen Infanterie. You also have approximately one platoon of air defense battery that was stationed near us at the front. Also in der Nähe von der Front war bei uns auch ein Zug Luftabwehr positioniert, den wir quasi gleich mit eingesackt haben. You have a mobile artillery unit and TOV unit as well as access to two Crobat attack helicopters for air support. Okay, also das heißt, sie haben TOV units, Artillerie und zusätzlich immerhin auch noch zwei Kampfhelikopter. Not bad at all. Additional forces. The other tank platoon of A Company are en route along with a full company of infantry. Also wir bekommen noch zwei weitere Panzerzüge und eine volle Kompanie Infanterie. One tank platoon is approximately 25 minutes behind. Also ein Panzerzug ungefähr 25 Minuten hinter uns. There is a supply convoy of trucks that are as valuable as any other unit in this fight and we need to do all we can to get them back to friendly lines. Also es kommt dann noch ein Nachschubkonvoi, den wir auch durchbringen sollen. They have reported being fired on by enemy armor.
We had the 3rd Tank Platoon following them to provide cover. Also diese wurden auch schon beschossen und das, der dritte Panzerzug folgt diesen, um Schutz zu geben. The supply convoy is approximately 40 minutes behind. Once these units arrive, get into cover quickly. The enemy is still in pursuit. Also sobald die ankommen, schnell in Sicherheit bringen, der Feind verfolgt die. Enemy forces. We are not sure of the enemy forces size and units in front of us. Wir wissen nicht, wie viel und wie groß und whatever vor uns ist. We know they are likely scout or recon units and likely are not heavy armor since the routes they have used to get behind us would likely not support heavy equipment. Wir wissen, dass es vermutlich Speereinheiten sind, also das ist schon ein toller Satz. Wir wissen, dass es wahrscheinlich Speereinheiten sind und dass diese kein schweres Equipment dabei haben, weil die Straßen und Wege das nicht zugelassen hätten. From the east, you can expect heavy tank forces, likely with T-55s from the reports we received. Also vermutlich werden wir verfolgt von T-55ern. Okay. Designer Notes. This is the exit mission, so every US unit that exits the map will count towards your victory. The Soviets' victory will be determined by your losses and units that do not exit the map. Okay, also Infanterie sehen wir gesamt 1000 Punkte, Panzer 1250 und Supply Points letztendlich dann 750, sodass wir summa summarum auf 3000 Punkte kommen würden. Wie immer machen wir einen kurzen Blick auf die taktische Karte. Wir sehen also, der Gegner hat vermutlich hier eine Position aufgebaut, hier und hier. Besteht vermutlich aus motorisierten, mechanisierten und abgesessenen Kräften. Und wir werden verfolgt von mechanisiert und gepanzerten Kräften. AH-1F Cobras sind on Station Up, keine Ahnung. Third Tank Platoon kommt, keine Ahnung. Vermutlich irgendwann hinterm Supply Convoy, das heißt 12 Uhr in dem Dreh. In ungefähr 25 Minuten, ich glaube 11 Uhr war es, ne? Sehen wir gleich, ich glaube ab 11 Uhr kommt das zweite Tank Platoon und die Tank Company. Also 11.05 Uhr ist es, also 20 Minuten später, ungefähr, plus minus. Kann man sich nie so ganz so verlassen. Und damit würde ich sagen, gehen wir einmal unseren Plan durch. So, keine Sorge, wir gehen auch noch ein bisschen näher ran an die Schose später. Ich möchte nur erstmal mal grob meinen Plan erklären, bevor wir dann weitermachen. Ich würde diese Straße hier gerne erstmal am Anfang umgehen. Ich möchte also quasi hier blocken, während ich dann mit einem unterstützenden Stoß hier rauf vorgehe. Ich möchte quasi hier Stellung errichten, damit, also hier soll die, der erste Zug Inf dann quasi blocken und in den Wald einfließen, während dann der zweite Zug Inf sich hier vorne vorbewegt, erst einmal hier Stellung aufbaut und das soll quasi unsere hoffentlich schnell erfolgreiche verlaufende Baseline 1 sein. Die möchten wir dann überschreiten, möchten quasi unterstützt durch Panzer hierauf vorgehen, diese erste Kreuzung nehmen, anschließend werden wir hier wieder gemeinsame Stellung aufbauen und dann, ich möchte die Wälder ein bisschen versuchen zu umgehen, weil wir haben Panzerunterstützung, wir haben Unterstützung von Luftabwehr und ich denke, die Wälder werden uns stark aufhalten. Ich möchte aber auch diesen Häuserkampf hier nach Möglichkeit umgehen. Ich möchte dann also letztendlich hierauf vorgehen, weil wir hier eventuell durchsickern könnten. Eventuell, das ist noch Fragezeichen. Ansonsten müssten wir diesen Weg gehen. Würden dann also quasi in diese Richtung blocken und uns hier fortbewegen.
Aber grundsätzlich möchte ich erstmal nur bis Phase 2 planen. Und denn wir müssen ja auch Rücksicherung und das Ganze muss halt, wir haben ja einen gewissen zeitlichen einen Faktor, den wir berücksichtigen müssen. Das heißt, wir müssen immer wieder zügig vor und deswegen möchte ich, denke ich, diese Wälder hier umgehen. Wir werden versuchen, hier oben einmal quasi eine Spähposition zu bilden und gegebenenfalls hier mit Infanterie. Das müssen wir aber entscheiden, je nachdem, wie stark hier in dem Bereich die Gegenwehr ist. Das heißt, wir werden nicht jeden Feind vernichten, sondern wir werden primär versuchen, Feindkonzentration gegebenenfalls zu umgehen und einfach nur die Route zu sichern. Ich bin da auf jeden Fall gespannt, ob das so klappt, wie ich mir vorstelle. Sollten wir hier durchkommen, wir müssen auch nochmal gucken, ob das Gelände hier begehbar ist. Dann wäre wirklich die Frage, bauen wir hier quasi die nächste Stellung auf und unter Schutz, dass wir hier durchgehen können, um dann hier zu blocken und damit diesen großen Teil der Karte zu umgehen. Oder müssen wir tatsächlich hier lang? Das ist die Frage. Das ist auch die Frage. Also wir müssen uns quasi erst einmal den Weg klar machen. Dann müssen wir selber feststellen, welche Kapazitäten hat der Feind. Also ich rede da von ATGMs, KPZs oder bleiben wir mal beim, wenn wir jetzt schon dabei sind, bleiben wir beim englischen Wording, also MBTs. Infantry Fighting Vehicle. Jetzt bin ich ganz doof. Das ist, ups, okay, jetzt bin ich ganz doof. Das wäre noch so ein Faktor. Die können uns alle das Leben schwer machen. Dann muss uns klar sein, dass auf russischer Seite sehr viele reaktive Panzerbüchsen verfügbar sein werden. Also RPGs. Weswegen wir hier gerade mit diesen engen Stellen, gerade mit unseren Panzern aufpassen müssen, dass es nicht ganz ohne. Wir haben gute Konditionen, Tageslicht, alles ist da. Bedeutet natürlich auch, der Gegner sieht uns genauso gut, wie wir ihn sehen. Wir haben keinen Technologie-Vor- oder Nachteil im Großen und Ganzen, sondern jetzt ist halt die Frage, schaffen wir quasi uns zeitnah einen Weg durchzuboxen? Und ich denke, das funktioniert am besten, wenn wir da jetzt ins Spiel gehen und da nochmal gucken. Gut, gucken wir uns den Plan nochmal seiner Einfachheit hier auf der Map an. Wir werden also mit den Panzern hier relativ stark vorpushen. Gerade hier ist für uns wichtig, upsie, 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 dass wir hier dann auch in diese Gasse reingucken. Ja. Tatsächlich habe ich dann schon überlegt, ob ich nicht den HQ-Panzer hier einfach noch mitnehme und den hier durch die lange Gasse durchgucken lasse und gegebenenfalls mit auf diese Höhe hier hole. Einfach mal so. Genau. Wundert euch manchmal nicht, dass es so ein bisschen komisch aussieht, wie ich umgreife. Ich habe mir, dummerweise bin ich vor kurzem mit dem Rad gestürzt und habe mir dabei ziemlich unangenehm die Schulter geprellt. Deswegen sieht das manchmal so ein bisschen komisch aus, wie ich hier am Greifen bin. Ah, ist nichts kaputt gegangen, großartig. Es tut halt einfach nur ein bisschen weh. Manchmal bin ich auch ein kleines Weichei. Gut. Ich denke, wir werden unsere Luftelemente erst einmal zurückhalten. Die haben sowieso schon nicht so viel Kram mit dabei. Wir gucken erstmal, dass wir jetzt am Anfang ein bisschen Gas geben und wie wir durchkommen. Wir können dann immer noch sagen, okay, wir holen uns Support dran. Damit würde ich sagen, lasse ich den ersten Zug mal laufen und wir sehen, was passiert.
Ja, unglaublich, aber wahr. Wir haben da schon unseren ersten Feindkontakt gehabt. Ein BMP, wie es aussieht. Wenn da einfach mal freundlich in die Richtung flanken. Hier Sicht aufbauen. Die Infanterie sitzt ja hier ab. Man hätte hier das Ganze ein bisschen besser organisieren können. Ja, man sieht das ganz gut, dass die Fahrzeuge teilweise aufeinander aufgefahren sind. Das war natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Wir werden hier schon mal die Infanterie vorbringen an den Panzer, um gegebenenfalls zu supporten, weil wo in den BMP ist, ist auch abgesessene Infanterie. Die Infanterie hier unten wird vorgehen. Und wir werden das Fahrzeug hier mit dem 20 mm Geschütz auch mal sagen lassen, dass es da hingucken soll. Also hier ein wenig Druck machen. Das Fahrzeug ist eben rückwärts zurückgesetzt, das haben wir gesehen. Das heißt, im besten Fall können wir es dann aufspielen, wenn wir mit den Kollegen hier rüber gucken und wir lassen ihn da so weiter reingucken. Ansonsten müssen wir die Bedrohung leider erst klären, bevor wir dann mit der zweiten Welle hier in den Wald da hinten vorgehen können. Die Infanterie wird dann hier versuchen zu überspringen. Unter Eigensicherung und Schutz mit Fahrzeugen. Da ist übrigens das Flakfahrzeug hier auch schon mal vor. Und ich würde sagen, los geht das Ganze.
Also ein BMP ausgeschaltet, bisher noch keine Verluste, wäre aber auch noch ein bisschen früh. Nichtsdestotrotz, es geht schon heiß her in den ersten Minuten. Aber für heute ist erstmal Schluss. Ich übergebe euch an Jenkard und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich wünsche euch was, bis denn und ciao. Ein wunderschönes Glück auf nochmal. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Video. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, findet ihr wie immer hier oben und dort unten weiteren Content. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Like da lasst, den Kanal abonniert und wenn ihr dann auch immer informiert sein wollt, wenn neue Videos kommen, dann klickt die Glocke. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, viel Spaß mit Combat Mission und anderen Wargames. Bis denn dann, bleibt gesund. Ich wünsche euch was.